Hallo Leute, herzlich willkommen zurück. Meine erste Aufnahmesession nach Weihnachten. Ja, erstmal frohe Weihnachten euch nochmal nachträglich. Ich habe zwar eh schon ein Video gepostet, aber muss einfach nochmal gesagt werden. Ich hoffe, ihr habt die ja, Zeit genossen, die Zeit mit eurer Familie. Bei mir war es ja sehr, sehr essensreich, sagen wir es mal so. Aber das gehört, glaube ich, eh dazu zu Weihnachten. Und ja. Ich habe jetzt nicht ganz so viele Videos rausgebracht, weil es bei mir eben so war, dass ich kaum zu Hause war. Ich schätze mal, dass das bei vielen von euch ähnlich war und ich mal gedacht habe, okay, in der Weihnachtszeit werdet ihr wahrscheinlich eh nicht so viel Zeit haben, Videos zu schauen. Jetzt mittlerweile sollten die Videos aber schon öfter wieder erscheinen. Und ich bringe fast jeden Tag wieder was. Was wollte ich noch so sagen? Irgendwas war noch. Ja, ich glaube, sonst gehen wir mal auf eure Kommentare ein. Falls mir noch einfällt, was ich jetzt vergessen habe, sage ich es euch noch. Schauen wir mal kurz. Ich habe nebenbei das Fenster offen. Ich soll mir reinziehen. Emanuel Mbende. Schauen wir den gleich an. Mit 2 M geschrieben. Vom Chemnitzer FC. Den werden wir gleich scouten. Ja, vom Marktwert her sieht man hier mal, dass er nicht sonderlich teuer ist. Das ist schon mal ganz angenehm. Könnte vielversprechend sein. 1,96 groß, trotzdem relativ schnell. Ein richtiges Kraftpaket sieht man da. Den werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Dann, was haben wir noch? Ich soll mir ein Talent von Leipzig anschauen. S to the B hat geschrieben, dass es zwar Leipzig ist, ja, ich weiß. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Mit Leipzig zwar schon, aber denen junge Talente wegnehmen, das klingt eigentlich gar nicht. Gar nicht so schlecht. Wird jetzt geheißen. Dadachow. Junger Torjäger, 17 Jahre und sogar Deutscher. Das ist natürlich cool. Vereine interessiert aktuell. Liverpool. Ja. Danke. Cooles Talent anscheinend. Das ist natürlich heftig. Also, werden wir sehen. Der außerirdische Kohlkopf, übrigens, der Name ist echt grandios, hat geschrieben, dass ich anscheinend ein Hellseher bin wegen Green zum VfB, das ist auch ganz cool. Sonst waren viele, viele Kommentare beim Multiplayer. Ich glaube, das war es dann eh schon so ziemlich. Ne, da haben wir noch an. Und zwar Görkem Saklam. Da haben wir ihn. Bochum U19. Wow! Interessante Fähigkeiten. Ich sollte mir echt mal ein T-Shirt machen, wo mit Hashtag interessante Fähigkeiten umsteht. Das wäre irgendwie echt cool. Görkem Saglam. Ja. Technisch extrem stark. Wahnsinn. Mental auch. Was mir bei jungen Spielern wichtig ist, sind so Eigenschaften wie die Zielstrebigkeit. Die ist bei ihm relativ niedrig, aber ist okay. Sonst habe ich, glaube ich, schon alle. Habe ich alle Kommentare behandelt. Gut, wir haben ja jetzt noch Last Minute Fabio Braga verpflichtet als defensiver Mittelfeldspieler, als zusätzlicher. Quasi der Gentner-Ersatz, wobei das natürlich nicht ganz stimmt, das ist eh klar. Er ist auch eher der Defensivere, er hat nicht ganz so viel Übersicht, er kann zwar ganz gut Pass spielen, aber ist jetzt nicht so der Kreative. Grundsätzlich wird Krigic ja diese Position einnehmen, aber momentan haben wir es ja ein bisschen mit Verletzungen und Sperren. Das heißt, wie wir aufstellen jetzt in 2 Spielen, in 2 Tagen gegen Arminia Bielefeld, da müssen wir noch schauen. Bondarenko ist verletzt, da müssen wir mal den Kaminski mitnehmen. Den haben wir ja leider nicht losgebracht jetzt im Winter. Dann nehmen wir Prager noch mit statt dem Memedovic. Und den werden wir gleich ins kalte Wasser werfen. Allerdings als Defensiver auf, ist die Frage, ob auf unterstützen oder auf verteidigen. Bis zur Mittellinie wird er sich bewegen. Das passt, glaube ich, ganz gut bei Prager. Das kann er gerne machen. Ihm fehlt halt komplett die Spielpraxis. Wir müssen beobachten, wie das wird. Ob es eine gute Entscheidung ist oder nicht, ich kann es noch gar nicht sagen. Wir werden das einfach sehen und sonst müssen wir halt in der Halbzeit reagieren. Salah hier auf jeden Fall wieder in der Partie. Außenverteidiger unterstützen, das passt natürlich auch. Und ja, dann haben wir noch eine Terodde, den ich auf jeden Fall mit reinnehmen möchte und. Ich werde mal Stoch auf die Bank tun. Nachdem der noch nicht ganz so gut gestartet ist in die Partie, in den Spielstand seit dem Wechsel, möchte ich das einfach mal so probieren. Asano als hängende Spitze und Terodde hier als Stoßstürmer.
Dann haben wir einen schnellen und einen körperlich großen, starken und das sollte, glaube ich, ganz gut passen. Gut, das sehen wir dann auch noch. Ah, genau, was mir noch aufgefallen ist, Alonso, das junge Talent, das irgendwie die ganze Bundesliga möchte, da steht, dass er nicht verfügbar ist, der ist zurzeit noch zu jung, den darf ich noch gar nicht einsetzen. Jetzt ist die Frage, ob wir ihn bei der ersten einfach mittrainieren lassen, damit er profitiert davon. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee, dass wir jetzt einfach mal ihn mittrainieren lassen. Und ich glaube, ab Sommer, wenn der Geburtstag hat, 13.8., ja, am 13.8. unterschreibt er einen Profivertrag. Das heißt, ja, der wird hauptsächlich natürlich jetzt bei der U19 spielen. Gut, wie lange fällt denn Fabio Gerli noch aus? 7 Tage und 2 Wochen, dann haben wir da auch noch eine Alternative. An den habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Aber der wird Zeit brauchen. Der hat physisch und auch technisch abgebaut. Also den werden wir dann wahrscheinlich über die zweite Mannschaft irgendwie ranbringen. Apropos zweite Mannschaft, Spielplan haben wir ja natürlich noch eingestellt. Das passt. So. Gut. Owusu. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwen mitnehmen muss. Aber ich glaube, das passt. So, dann haben wir wen für den Flügel. Oder zwei für die Flügel. Wir haben jemanden fürs offensive Zentrale. Wir haben noch einen, den wir als Stürmer bringen können. Außenverteidiger, Innenverteidiger, Torhüter. Also ich glaube, das sieht so nicht so schlecht aus. Danach gleich gegen 1860 im DFB-Pokal. Das wäre natürlich schön, wenn wir die Runde irgendwie packen. Kaminski wechselt. Das hatte ich gar nicht gedacht. Dann fehlt uns ein Innenverteidiger. Ja. Das ist jetzt natürlich bitter. Das habe ich irgendwie gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass wir den doch noch losgeworden sind. Müssen wir dann schauen, wen wir da mitnehmen. So. Für uns natürlich trotzdem gut, dass wir Kaminski noch losgeworden sind, ganz klar. Schauen wir mal in der zweiten Mannschaft. Verteidiger zentral, Philipp Walter hätten wir hier. 20 Jahre, kaum Potenzial, ist auch auf der Transferliste. Aber ich nehme ihn halt mit zu Stuttgart 1. Und ja, vielleicht entwickelt er sich eh noch. Wahrscheinlich nicht, aber Hoffnung darf man ja trotzdem noch haben. Ich möchte kurz noch schauen, wir haben ja noch wahnsinnig viel Geld über, ob wir noch jemanden holen können, bei dem der Vertrag ausläuft. Es ist zwar ein bisschen schwierig, das Ganze zu planen, weil wir nicht wissen, für welche Liga wir schauen sollen. Aber reinschauen sollten wir da auf jeden Fall noch. Ja, wir haben da ja schon mal geschaut, falls ihr euch erinnern könnt. Aber ich möchte es auf jeden Fall noch nutzen und nochmal drüber schauen über das Ganze. Burgstallers Vertrag wird natürlich auslaufen. Der hätte einen schönen Marktwert. Geschätzte Ablöse ist auch relativ heftig. Würde mir eigentlich ganz gut gefallen. Wie lang fällt denn der aus? 2 bis 3 Monate Achillessehnenriss. Das ist halt ein bisschen eine Wundertüte, nennen wir es mal so. Ich werde ihn auf die Auswahlliste setzen für die nächsten 6 Monate, damit wir auch Benachrichtigungen bekommen, falls sich bei ihm was tut. Aber es ist mir noch ein bisschen zu riskant, da jetzt irgendwas zu machen. Von Bilbao hätten wir da jemanden. Ja, wäre auch ein cooler ZOM. Könnte auch am Flügel spielen, weil er relativ gut auch flanken kann. Thomas Kraft würde mich eigentlich auch noch interessieren als Torhüter. Statt unserem, jetzt habe ich den Namen vergessen, Langerak. Wenn wir nochmal beobachten, könnte ich mir gut vorstellen. Dann hätten wir da auch wieder einen deutschen Spieler verpflichtet. Dennis Aogo nach wie vor sehr stark, den werden wir auch nochmal scouten. Linksverteidigerposition sind wir zwar eigentlich jetzt ganz gut besetzt, aber schadet auf jeden Fall nicht. Und sonst, Rani Khediras Vertrag läuft auch aus. Bei Leipzig, den scouten wir auch mal. Der war ja schon bei uns. Aber das ist nicht unbedingt eine Rückholaktion, die ich machen möchte. Jemanden von Leipzig zurückholen. Das ist irgendwie eklig. So, wen haben wir da noch? Genau, den Dungu. Der ja bei Barcelona in der Jugend war. Also den sollten wir uns auf jeden Fall auch noch anschauen. Haben wir ja eh schon mal gescoutet, glaube ich. Aber sicherlich keine schlechte Idee. Gut. Ich schaue heute aus. Es ist noch relativ früh. Meine Freundin ist gerade
frühstücken gegangen, also mit einer Freundin von ihr, das heißt, ich habe Zeit zum Aufnehmen. So, das muss man gleich nutzen. So. Jetzt freue ich mich schon, wenn es losgeht. Ich habe selbst übrigens ein sehr interessantes Safe-Game begonnen, jetzt in den Feiertagen. Das war immer ganz angenehm auf der Couch zum Zocken, auf dem Notebook. Und zwar mit Spartak Moskau. Ich weiß nicht warum. Also, ich habe lange überlegt, mit welchem Verein ich beginnen soll. Ich war total unsicher. Und dann bin ich irgendwie auf Russland gestoßen und mich hat es interessiert. Ich wollte mal eine Liga nehmen, mit der ich noch nicht viel Erfahrungen habe. Habe dann Ronaldinho und Berbatov geholt. Also, richtig, so wie der Matthias sagen würde, dass die Mannschaft verjüngen. Und ja. Bin dann drauf gekommen, dass man in Russland nur 6 ausländische Spieler in der Startelf haben darf und ich hatte, glaube ich, 10 oder so. Dann habe ich das Safe nochmal begonnen, aber ich habe mir gedacht, Spartak Moskau ist cool, die haben. Ich schaue vielleicht einfach kurz rein. Die haben eine relativ gute Einrichtung und zwar beeindruckende Trainingseinrichtung und exzellente Jugendeinrichtung. Und dann haben sie auch noch ein neues Stadion, wo ich anscheinend leider kein Foto drin habe. Das haben sie 2014 gebaut. Also das ist total cool. 46.000 Plätze, also das ist von der Größe her total perfekt. Und eben durch diese Jugendeinrichtung wollte ich halt jetzt vor allem auf russische Spieler setzen. Deswegen habe ich neu begonnen, den Safe. Und das ist richtig interessant. Also für euch, falls ihr mal was probieren möchtet, vor allem Spartak Moskau, wenn man sich das so anschaut in der Liga. Hier sieht man, die haben von 96 bis 2001 durchgehend die Meisterschaft gewonnen. Dann kam quasi kurz ein freier Fall und danach waren sie zwar immer wieder oben dabei, aber man sieht da, die sind jetzt mittlerweile schon nur mehr oberes Mittelmaß und das ist eigentlich echt total schade, weil es ein traditionsreicher großer Verein ist. Also solltet ihr euch vielleicht mal anschauen, wenn ihr ein Safe Game sucht. Und ja, monatliches Finanzupdate, Kontostand ist natürlich richtig geil. Jens Kral verletzt. Das werden wir mal machen. Das kostet uns 1.900, aber dann kann er zu einem Spezialisten gehen. Gut, Bende, den werden wir weiter beobachten. Ihn natürlich auch, wobei es ganz schwierig wird, den zu verpflichten. Geld hätten wir natürlich. Also wir werden die Spieler hier jetzt mal voll scouten und uns dann entscheiden. Ich würde so und so sagen, einen Stürmer sollten wir fast verpflichten. Asano wird ja weg sein im Sommer. Dass wir da vielleicht jemanden holen, schauen wir mal. So, Jens Kral verletzt. Jetzt ist die Frage, welchen Torhüter ich mitnehme. Ich könnte Suljagic mitnehmen, Stärke und Talent. Ja, ein bisschen verbessern wird er sich noch, ist ja auch auf der Transferliste. Oder wir gehen auf Berichte und schauen mal, was hier noch so abgeht. Ja, Niklas Bolten ist auch auf der Transfer- und Leihliste. Der hier nicht unbedingt, aber dessen Vertrag läuft auch aus. Also, ja. Auch nicht so der Burner. Wie schaut es in der U19 aus? Philipp Köhn. Passt. Ich habe mich entschieden. Verschieben zur ersten Mannschaft. Den habe ich auf jeden Fall lieber auf der Bank. Dem tut es sicherlich auch gut, wenn der mit der ersten Mannschaft trainiert. Ein Jahr Vertrag hat er noch und ja. Hat schon ganz gute Ansätze. Potenzial wird ihm auch noch nachgesagt von unseren Scouts. Also ich würde sagen, den werden wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Tobias Werner hat fürs B-Team gespielt. Kann nicht innerhalb von 2 Tagen für die erste und für das B-Team spielen. Schauen wir mal, ob es jetzt geht. Schopp. Markus Schopp spricht sich aus. Was will Markus Schopp? Der ist Bielefeld-Trainer. Wie lustig ist denn das? Ihr seht hier schon, warum ich so lache für diejenigen, die ihn nicht kennen. Oder lache. Der war bei Sturm. Ja. Mann, der Trainer der Reservemannschaft. Das ist ja lustig. Ja. Auch nicht schlecht. Eigentlich sollte man wieder aufs Training schauen. Oder haben wir das schon abgegeben? Ne. Die Woche hat man genau noch. Hauptfokus auf Bielefeld ist die Spieltaktik. Auch hier gehen wir nochmal auf die Spieltaktik vom DFB-Pokal. Und wir gehen auf. Ich gehe nochmal auf Teambuilding. Hier gehen wir auf
die Abwehrarbeit gegen Fortuna Düsseldorf. Auf Ballkontrolle. Und auf Verteidigung. Das heißt auch da wieder Abwechslung. Gehen auf Standardsituation verteidigen und hier auf jeden Fall auf die Automatismen. Oder machen wir es umgekehrt. Hier gehen wir auf die Automatismen und hier auf die Abwehrarbeit. Jo. Gut. Das heißt, über den wissen wir noch nicht. Ja, doch. Wissen wir jetzt eigentlich fast alles im Bände. Ja. Dem wird nicht so viel Talent nachgesagt. Ich meine, wir müssen natürlich nicht unseren Scouts vertrauen. Ich kann ja mal eine Anfrage machen, wie viel der kosten würde. Bei ihm wird es schon interessanter. Da werden wir auf jeden Fall mal anfragen. Die Frage ist, ob der überhaupt kommen wollen würde. Schwieriger Satz. Nachdem er mit Leipzig doch in der Bundesliga spielen kann und bei uns 26 Spiele, 18 Tore. Bei uns wäre er in der zweiten Liga, vielleicht bleiben wir sogar in der zweiten Liga, schlimmerweise. Saglam gefällt mir sehr gut von den Fähigkeiten her, aber wir sind auf der Position so überbesetzt. Wir haben Özcan, wir haben Besuschkow, wir haben dann ab Sommer Horvath. Also ich glaube, dass das eher keine gute Idee ist. Thomas Kraft würde mich schon eher reizen. Die Frage ist, was kostet der? Verdient derzeitig 23.000 in der Woche, würde er das auch bei uns verlangen? Freigabeklausel von 3,8 von mir aus. Nur das tun wir mal weg. Dann gehen wir auf 20 runter. Und hier auf 5 Millionen rauf. Ein bisschen verhandeln müssen wir ja. 21. 5 Millionen und das schließen wir gleich aus. Okay. Ja. Ja. Dennis Aogo. Wie gesagt, links sind wir eigentlich ganz gut besetzt. Also lasse ich es jetzt mal derweil. Khedira möchte ich nicht unbedingt zurückholen. Bei Dungu ist halt die Frage. Wenn wir Dadachow nicht bekommen, würde ich den ganz gerne holen. Er ist, man sieht, er holt sich die Bälle weit hinten. Also er ist eher so der Typ der hängenden Spitze. Sieht man auch hier, Defensivstürmer, hängende Spitze, falsche 9. Ein eher kleiner Spieler, der vielleicht eine ganz gute Ergänzung zu unserem Simon Terodde wäre. Müssten wir uns anschauen. Aber wenn er gratis ist, why not? Auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir den Stürmer von Leipzig bekommen. So, und Subotic ist dann auch in Kürze wieder da. Oder ist dann in Kürze da, sagen wir es mal so. Unzufrieden, wie ich Kevin Großkreuz behandle. Aha. Ich glaube, da ging es darum, dass ich irgendwie die Taktik und die Formation umstellen muss, damit wir erfolgreicher sind oder so. Tobias Werner kann ich nicht mitnehmen, weil der bei der zweiten gespielt hat. Das ist jetzt bitter. Also ist das tatsächlich so, dann nehmen wir den Owusu mit. Wir haben für die Position auf jeden Fall genug Spieler auf der Bank, also ganz so dramatisch ist es nicht. Fabio Braga fehlt die Spielpraxis, das haben wir eh schon gesagt, und wir brauchen noch 4 neue Rückennummern. Philipp Köhn kriegt irgendwas Hohes, die 45. Philipp Walter kriegt auch etwas relativ Hohes. Braga die 21 und Owusu 22. Und jetzt hoffen wir auf einen Dreier. Aber das Ganze werden wir dann erst im nächsten Part rausfinden, sonst wird der wieder so extrem überlang. Dafür bekommt ihr wieder täglich Videos. Müsst ihr positiv sehen. Bis gleich.